Primzahlen sind die Stars der Mathematik. Primpolynome sind etwas komplizierter und weniger bekannt. Was macht sie aus? Primzahlen sind die Atome der Mathematik. Sie sind nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar. Beispiele dafür sind 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Neben Primzahlen gibt es auch Primpolynome, die im Ruhm ihrer populären Geschwister beinahe untergehen, aber auch eine wichtige Rolle spielen. Ein Polynom besteht aus einer Summe von Variablen x hoch einer Potenz, die jeweils mit einem Koeffizienten a multipliziert werden. Genau wie Zahlen lassen sich Polynome addieren, subtrahieren, teilen und multiplizieren. Kann man ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten a, i nicht in ein Produkt aus ganzzahligen Polynomen zerlegen, ist es ein Primpolynom. X² plus 5x plus 6 lässt sich beispielsweise in x plus 3 und x plus 2 zerlegen. X² minus 2 ist dagegen ein Primpolynom. Man kann es nicht weiter in Polynome aus ganzzahligen Koeffizienten zerlegen. Komplizierte Probleme verschiedenster Bereiche, von der Mathematik über die Physik hin zur Informatik, lassen sich auf Fragen über Primpolynome herunterbrechen.